Ich denke, vielleicht beginnen wir einfach mal für die, die auch schon da sind, mit einer kleinen Vorstellungsrunde für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Maike Tarabori, ich bin Chefredakteurin des CMM 360, ein Fachmagazin rund um die Gestaltung von Kundenbeziehungen, das heißt natürlich Kundeninteraktionen auch und das sowohl von technischer Seite beleuchtet wie auch von Managementseite. Ich freue mich, dass ich hier mit dir sein darf. Marcel, vielleicht magst du dich gerade selber einmal vorstellen, bitte. Sehr gerne. Mein Name ist Marcel Gofra. Ich bin Sales und Partner Manager bei der Luwer in der Schweiz. Wir sind eine junge Firma, ein Spin-off von der Hochschule Rapperswil und sind jetzt auch schon seit 10 Jahren auf dem Markt und entwickeln solche Kundendienstlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie, seit das Skype for Business bis dato. Und heute sind wir sehr aktiv auf Microsoft Teams auch unterwegs und spüren auch den Druck oder vom Markt hin zu der Cloud, hin zu den neuen Tools und neue Kommunikationsmittel. Du sprichst da gerade auch schon direkt eigentlich spannende Punkte an. Ich denke, bevor wir eintauchen in die Lösungen und die Möglichkeiten mit Teams, ist es auch nochmal ganz wichtig, vielleicht, dass wir kurz darüber sprechen, was sind denn eigentlich überhaupt so die Themen, die Pain Points, die uns im Kundenservice auch gerade beschäftigen. Vielleicht für alle Teilnehmer kurz vorab ein paar Informationen zu dem, wie wir unser Webinar auch organisieren. Ihr könnt gerne bitte alle zusammen im Chat schreiben, wenn Fragen da sind. Es gibt im Anschluss eine Fragerunde. Ihr dürft auch gerne jetzt natürlich direkt schon reinschreiben, was sind eure Pain Points, eure größten Herausforderungen und Challenges, denen ihr euch gegenüber seht, die wir dann natürlich auch gerne aufgreifen können. Vielleicht eine wichtige Information noch an alle. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, ihr werdet dann natürlich auch im Nachgang diese Aufzeichnung vom Webinar zugesendet bekommen. Ihr braucht keine Notizen nehmen. Das heißt, einfach zurücklehnen, entspannt zuhören, den einen oder anderen Kommentar bitte im Chat oder die Frage. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr alles mitnehmt. Und ansonsten könnt ihr gerne im Nachhinein nochmal in der Aufzeichnung, die ihr dann zugeschickt bekommt per E-Mail, alles nachschauen. Nein, Marcel, du hast gerade angesprochen, ja, also ihr spürt auch den Druck, die wichtigen Themen tatsächlich, die denke ich, alle im Kundenservice beschäftigen. Du sagst Cloud, das heißt ganze Transformation. Ich denke, das sind so tatsächlich zwei der wichtigen Punkte, die du ansprichst. Was ist von eurer Seite her tatsächlich auch das, wo ihr seht noch, wo gerade aktuell to Mit do ist? diesem Schritt in die Cloud, das sind verschiedene Gründe, die eine Firma in die Cloud treibt oder speziell auch die Telefonie jetzt folgen muss. Also typischerweise hat die Firma bereits angefangen, diverse IT-Systeme in die Cloud auszulagern. Sagen wir jetzt ganze Microsoft-System auf Office 365 zu migrieren. Und jetzt hat man da noch die Telefonie, die einem daran hindert, wirklich Modern Workplace zu betreiben, damit die Leute dezentral arbeiten können, damit sie nicht an einen Telefonhörer gebunden sind, um erreichbar zu sein. Und das sind so die Hauptargumente, um das Ganze in die Cloud zu schieben. Du sprichst Modern Work an. Das ist natürlich auch ein Thema, wo alle Unternehmen aktuell dran sind, für sich die beste mögliche Lösung finden wollen. Die bringt aber natürlich auch viele Herausforderungen mit. Einerseits, du sagst es, ganze Seite, also die Technologie natürlich. Auf der anderen Seite aber natürlich auch der Fachkräftemangel und dann vielleicht natürlich Regulatorium, je nach Branche, je nach Land, wo natürlich jemand noch sitzt. Auch nicht ganz so einfach wahrscheinlich dann immer in der Umsetzung, wie wir uns vielleicht als manch Arbeitnehmer uns das wünschen und vorstellen, oder? Die größte Herausforderung ist da sicher Adoption. Also wir haben das selber bei uns gesehen, eine junge, dynamische Firma, würde ich mal sagen. Das hat auch uns vor Herausforderungen gestellt. Man sieht sich nicht mehr täglich, man stellt neue Leute ein. Wie bekommen die das Teamzugehörigkeitsgefühl? Und da haben wir wirklich gesehen, wenn man seine Arbeitsweise auf diesen modernen Lösungen wie Microsoft Teams auch aufbaut, regelmäßige Meetings, man hat den gemeinsamen Chatroom, man tauscht sich aus, so kann man diese Brücke doch schließen. Also, aber man muss eine gewisse Adoption fahren. Leute, die nach wie vor sagen, nein, ich will keine Webcam, ich will kein Headset haben, ich möchte einfach einen Hörer auf dem Tisch, die gilt es wirklich abzuholen. Das Leben wird besser, auch wenn man ihnen sagen kann, wie, hey, mit einem Headset kannst du an die Kaffeemaschine laufen, wenn du telefonierst. Dann werden die ersten schon mal hellhörig sagen, ah, okay, ja. Aber man muss Lust drauf haben. Es ist
Es ist eine Herausforderung, von einer Firma zur nächsten, mehr oder weniger, aber ich kenne keinen Kunden, sei das ein junges, dynamisches Unternehmen oder auch eine, sag jetzt mal aus dem Baubereich, eine traditionelle Firma, die wieder zurück möchte. Das ist doch schon ein starkes Zeichen. Ja, ich sehe, also ich nehme auch von meiner Seite sehr ähnliche natürlich Entwicklung wahr und was geschieht draußen. Also jeder versucht da seine Lösung zu finden und seinen Weg für seine Kultur entsprechend. Aber es stellt für alle natürlich ein großes, eigentlich, ich sag mal auch so eins der Buzzwords, die man hier benutzen darf, natürlich auch Change Management Projekt da. Wie nehme ich auch die Mitarbeitenden mit? Also sämtliche Altersstufen, natürlich Generationen. Ist natürlich nicht einfach. Und wie als Manager oder als wieder, wie führe ich dann mein Team und wie können wir den nächsten Schritt geben? Und wir sind doch auch sehr stark dort auf technologischen, ja, Tools natürlich abhängig von und natürlich, die uns damit auch dann die ein oder andere Möglichkeit bieten und gewisse Flexibilität enablen. Wie zum Beispiel, wie wir angesprochen hatten, natürlich eben, sei es in die Cloud zu gehen, Technologie in die Cloud, du sprichst es an, eben Teams, warum wir auch hier sind mit dem Webinar, was viele ja auch tatsächlich schon wahrscheinlich im Einsatz haben, wahrscheinlich für die interne Kommunikation, also ich kann da auch von uns sprechen, bei uns ist es auch im Einsatz intern tatsächlich, also ich denke, auch Sie bitte die Frage, liebe Teilnehmer, wer von Ihnen benutzt denn überhaupt schon Teams intern? Ich weiß, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich habe gelesen, dass ein Viertel tatsächlich der Team-User oder weniger als ein Viertel der Telefonie im Einsatz haben. Was ist denn da schon etabliert? Also was kannst du uns da sagen, Marcel? Die Telefonieansicht ist halt bei vielen Firmen gekoppelt an diverse Tools, man sich über die vielen Jahre ein Ökosystem beziehend auf die Telefonie gemacht, sei es Outbound-Kampagnen, Management, Reportings, an die man sich gewöhnt hat, auch Schaltungen etc., die alle vor 10 Jahren mal irgendjemand gebaut hat und man hat einfach Angst, das Ganze anzufassen. Nichtsdestotrotz ist Telefonie einfach essentiell für quasi praktisch jede Firma. Und jetzt mit dem Shift in Teams stellt sich die Frage, was mache ich mit all diesen Sachen? Und da kann ich wirklich bestätigen, es gibt Stand heute von Luwer, aber auch anderen Firmen, Tools, die man wie als Add-on-Teams hinzufügen kann. Zentral wird hier ein bisschen der Ansatz von Teams. Wir reden hier von einer Power-Plattform, wir reden von sagen wir jetzt mal dem Modern Workplace. Man ist jetzt da in diesem Tool, in der Cloud unterwegs und hat jetzt die Telefonie wie als Zusatzfunktion. Da, wo man im Moment die Chats findet und die Channels, kriegt man Telefonhörer. Und das ist wirklich das Pendant. Dieses Icon ist der Pendant zum Telefonhörer auf dem Tisch. Man wählt da seine outgehenden Nummern. Fairerweise muss man sagen, seit ich Teams habe, habe ich, glaube ich, nie mehr eine Nummer gewählt. Das ist wieder ein anderer Vorteil, den man hat. Aber dann kann man mal direkt kommunizieren. Ich kann angerufen werden auf meine Nummer auf der Business Card und ich kann meine Kollegen auch anrufen extern. Jetzt hat man aber noch die Contact Center, oder? Entschuldigung, ja? Entschuldigung, ich wollte nur sagen, wahrscheinlich, weil wir vorher von diesem Shift gesprochen haben oder die Adoption Phase, braucht es wahrscheinlich da auch, weil viele wahrscheinlich Teams noch als dieses Collaboration Tool intern wahrnehmen und vielleicht gar nicht wissen, dass die Direkttelefonie auch eine Option ist, sei es erstmal für die Telefonie und dann im nächsten Schritt für Kontaktcenter. Liege ich da falsch? Braucht ihr da manchmal auch erstmal überhaupt Aufklärungsintros? Ich glaube, mittlerweile hat sich doch sehr rumgesprochen, dass sehr viele auch Kontaktcenter auf Teams gehen. Die Frage ist immer, ja, wie mache ich das jetzt? Es ist, ich sage jetzt einfach eine zusätzliche Funktion oder ich vergleiche es immer gerne mit dem Mobiltelefon. Die Telefonie selber ist wie das App auf dem Mobiltelefon. Wir können es brauchen, man kann es nicht brauchen. Aber wie manage ich das Ganze denn? Je größer die Firma, desto komplexer auch das Management von Nummernblöcken etc. Und das ist wirklich, da gibt es auch viele gute Partner, mit denen wir mit allen Großen noch zusammenarbeiten. Sei es eine Swisscom, die riesig ist, aber bis jetzt zu kleineren Partner, die einen hier unterstützen. Und das Gute ist, wenn man dann sagt,
Contact Center ist ebenfalls eine Disziplin, dann kann man das bei diesen Partnern auch dazu nehmen von zum Beispiel Luwer. Und wir sind einfach dann in der Telefonie nochmal eine Zusatzfunktion. Wenn du die Zusatzfunktion ansprichst, ich meine, und wenn wir von Contact Center sprechen oder Telefonie, gibt es ja bestimmt auch immer die Frage, sei es jetzt beispielsweise Call Routing. Wie sind diese vielleicht limitiert oder wie sind diese Möglichkeiten, diese Zusatzfunktionalitäten dann tatsächlich über Drittanbieter einzubinden? Ich denke, da geht bei manchen vielleicht dann erstmal irgendwie die Flagge hoch und sagen, oh Gott, und dann muss man mit denen noch einen Schnitt stellen oder ist es kompliziert, klingt komplizierter, als es ist vielleicht? Für das gehen wir doch gleich mal, ich hoffe, ihr könnt mir hier auf den Slides folgen. Und seht alle jetzt so diese Wolke. Ja. Diese Wolke hier symbolisiert eigentlich Microsoft Azure. Es läuft alles auf Azure, also die Cloud ist ja nichts anderes als eine riesige Serverfarm, in diesem Fall von Microsoft. Und da drauf läuft euer Microsoft Teams. Ich nehme mal hier den Laserpointer. Also hier drauf kollaboriert ihr bereits, hier drauf sind alle eure User, ihr shared die Files da etc. Jetzt mit dem Anbinden von Telefonie müsst ihr schauen, dass hier von dem PSTN-Netz, also das öffentliche Telefonnetzwerk, diese Calls nach Teams gelangen. Die müssen einfach da rein zeigen, das klingt komplizierter, als es ist, ist einfach eine Standardlösung von jedem fähigen Provider, sage ich jetzt mal. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich dann mit dem Gespräch, der Interaktion in Microsoft Teams drin. Jetzt für Direktanrufe, ich gehe mal ein Slide weiter, das wird ein bisschen technischer. Aber Direktanrufe, die von ihr von extern kommen, zeigen dann zum Beispiel einfach auf den User 1. Dann klingelt es beim User 1, er nimmt entgegen, wie wir das heute schon machen mit den Konferenzen oder wenn man sich gegenseitig in Teams anruft oder anchattet. Und er nimmt dann diesen Direktanruf entgegen. Im Falle eines Service Calls zeigt aber ja die Nummer nicht auf einen User, sondern, und jetzt können wir uns auf die Pfeile hier konzentrieren, zeigt dieser Call auf eine Application Instance, also einen Account, der keinen Benutzer dahinter hat, sondern ist einfach eure Telefonnummer, nennen wir sie mal Empfang Zürich. Jetzt Empfang Zürich erhält den Call von der Servicenummer 00 am Schluss. Und ab diesem Zeitpunkt können wir dann in eurem Microsoft Teams drin, also das ist das Microsoft Teams hier auf der rechten Seite des Kunden, suchen wir da drin die richtigen User. Und wir sind da ein bisschen weiter als die Onboard-Lösungen, die Teams schon auch hat. Denn bei uns kann man wirklich nach Skills, nach Presence, nach Öffnungszeiten, nach Parameter basierend auf CRM-Daten die Personen dann in eurer Unternehmung suchen oder auch Eskalationen auslösen. Gehen wir mal davon aus, dass dieser Call jetzt mit dem Key-Account sprechen möchte, der bei ihm im CRM hinterlegt ist. Wir machen hier dann den Check auf der linken Seite, den Luwer. Das ist dann die ganze Routing-Logik, die ihr dann konfigurieren könnt. Und finden User 1. Wir werden ihm dann diesen Call zustellen. Und jetzt ist der große Unterschied von dem, was Luwer macht. Sobald User 1 an den Call erhaltet, in der Demo werden wir das dann noch sehen, wie das eben effektiv ausschaut, hat er dann eine direkte Verbindung zwischen dem externen Caller und dem internen User. Ab dem Zeitpunkt aber, jetzt gehe ich wieder eins zurück, wo wir mit dem Call hier in die Teams-Welt treten, sind wir eigentlich die Grenzen der Lokalität los, also des öffentlichen Telefonienetzes. Das heißt, egal wo wir uns befinden in der Welt, in eurem Teams-Tenant drin, also ich rede jetzt über, oder nehme als Beispiel Firmen mit globalem Footprint, ist es eigentlich egal, wohin wir den Call senden. Und die direkte Verbindung ist aber gewährleistet. Also wir haben zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Audioqualität, die überhaupt möglich ist, sag's mal so. Für die Kunden ist das wirklich einfach. Es ist ja Microsoft Teams haben sie bereits, also hier können wir schon mal einen Check machen. Als nächster Schritt müssen die User aufgeschaltet werden für Telefonie. Das ist ein Fall für
für Microsoft-Lizenzen erstmal, dass man sich die zutut und dann das Ganze auch konfiguriert, sei das in eigener Regie oder mit einem Provider. Und dann kann man Luver Nimbus einfach nur registrieren. Also die ganze Installationsprozess eines vollständigen Contact Center mit allen Features, wir reden da Stand heute über etwa eine Stunde, zwei Stunden Maximum, und dann hat man alle Features aufgeschaltet. Dann natürlich nach Konfiguration ist dann ein anderes Thema. Aber es geht sehr schnell, wenn man die Schritte richtig kennt, aber für das haben wir ja auch viel Partner und selber auch Know-how und Consulting-Kapazität, um die Kunden hier durchzuführen. Ich sag mal, vielleicht sieht es jetzt erstmal noch sehr kompliziert aus. Ist es möglich, dass wir mal eintauchen, was von einer Demo? Klar, ja. Frank, ich breche jetzt hier mal die Slides ab. Ich hoffe, ihr seht alle hier meinen Screen. Aktuell mit dem Teams-Client, der geöffnet ist. Seht ihr das? Nochmal zum Sichergehen. Ja. Wunderbar. Also für das Setup oder für die Demo, den Use Case, den wir heute spielen, ich bin hier in Teams angemeldet mit meinem Demo-User Marcel Goffra von der Firma Lunifico in diesem Fall. Und ich habe hier auf der linken Seite den Chat, den Teams Collaboration-Bereich, den man vielleicht kennt, und jetzt eben noch den Telefonhörer, damit ich diese Anrufe tätigen kann. Ein weiteres Tool ganz unten seht ihr noch Luver Nimbus. Das ist die Contact Center, das Contact Center Portal, wo man dann alles managen kann. Hier gehen wir dann noch ein bisschen tiefer im Detail darauf ein. Aber ich denke, als erstes werden wir mal schauen, wie sieht es überhaupt aus, wenn ein Call entgegenkommt. Ich wähle jetzt hier die Nummer. Ihr seht jetzt unten rechts, ein normaler Teams Toast kommt rein. Das heißt, ich könnte jetzt einfach normal eine E-Mail schreiben und es kommt einfach ein Call rein. Ich nehme jetzt diesen entgegen und parkiere den mal hier unten rechts. Ich hoffe, man sieht alles genug groß hier. Und das Fenster auf der linken Seite, jetzt muss ich mich hier schnell anmelden. Das Fenster auf der linken Seite ist eigentlich das, unser Salesforce, welches sich automatisch mit dem Call öffnet. Also das ist ein Ansatz, wie man jetzt das Ganze dem Agenten ein bisschen einfacher machen kann. Wenn ich einen Service-Call erhalte, öffnet sich gleich direkt die Kundenmaske, dass ich hier einen Call dann loggen kann, direkt im CRM drin, wo wir dann auch arbeiten. Das heißt, ich muss nicht zuerst einen Account suchen oder nach Kundennummer fragen. Wir geben den direkt mit dem Call. Jetzt, ich muss nicht manuell einen Call hier erstellen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, Nimbus zu sagen, hey, ihr seht das hier, schreibt mir direkt eine Notification rein, dass Martina Willig in diesem Fall ebenfalls Team-Member auf diesem Service einen Call entgegengenommen hat von diesem Kunden. Also es geht hier sehr schnell um eine gewisse Automation oder eine gewisse, ja, das Ganze einfacher machen, das Zusammenführen von diesen verschiedenen Tools, damit wirklich die Calls auf Teams ankommen und wir dann in den Umsystem den Call auch behandelt. Wir haben das jetzt mal gesehen, wie das ausschaut, wenn der Call entgegenkommt. Ich mache hier das CRM mal zu und öffne Teams wieder. Etwas Schönes, wenn wir alles in Teams drin behandeln, ist automatisch meine Presence, die durch das Unternehmen gezeigt wird, immer aktuell. Also wir müssen nichts sinken, wir haben keine API, wo man irgendwelche Daten übergeben muss, hey, ich bin da in einem Service Call drin, ja oder nein, sondern wir sind immer auf einer einzigen Presence und all meine Kollegen sehen auch, dass ich im Moment in einem Call bin. Wenn wir jetzt ein bisschen, also ja, ich hänge jetzt hier den Call wieder auf, ich kann nachher nochmal anrufen. Sobald ich das gemacht habe, wechselt natürlich meine Presence hier auf Busy. Also vorher war hier in a Call, jetzt ist es Busy. Es fällt immer zurück in den Status, den ich vor dem Call gehabt habe. Und jetzt möchten wir uns mal ansehen hier, was gibt es für zusätzliche Dashboards und Konfigurationsmöglichkeiten auf Niveau der Servicelinie
mit Luver Nimbus zum Beispiel. Ich kann hier auf der ersten Seite sehe ich das Portal. Ich mache hier ein bisschen größer. Ich weiß, es sind nicht alle mit so einem großen Screen gesegnet. Aber ich hoffe, man sieht's. Auf der ersten Seite sehe ich eine Übersicht über meinen persönlichen User. Ich platziere jetzt hier nochmal einen Telefonanruf, dass etwas passiert hier. Und dann sehe ich hier auf der linken Seite zum Beispiel meine Queue. Und das Schöne ist, ich sehe auch hier schon auf der Queue, dass diese Daten vom CRM, also an Anthony Macaroni in diesem Fall, der anruft, auch auf der Plattform verfügbar sind, dementsprechend auch einfach dargestellt werden können. Ich nehme den Call wieder entgegen und behalte ihn einfach offen hier. Weiter sehe ich auch in der Mitte, auf welchen Servicelinien bin ich aktuell angemeldet oder verfügbar. Ich bin nicht in allen Teams angemeldet, zum Beispiel bei Sales Simmer Reporting habe ich mich aus der Schaltung rausgenommen, kann mich dann aber einfach mit einem Klick wieder reinnehmen, sofern ich die Erlaubnis dazu habe. Diese Erlaubnis fällt mir zum Beispiel auf dem Service Sales Demo CH Contact Center hier. Also ihr könnt das wirklich steuern, wie fest in eigener Regie jeweils der Agent, der Supervisor etc. Gehen kann auf der Plattform, ohne dass er direkt Office 365 Admin sein muss. Ansonsten hier sehe ich noch ein bisschen Reporting-Daten. Ich denke, die sind aktuell eher interessant auf Service-Niveau. Also ich gehe jetzt mal auf die Report, ich gehe nicht durch alle Dashboards durch, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen, aber ich zeige euch mal ein Reporting-Dashboard, welches wir haben. Nehmen wir Sales Demo CH als Beispiel. Also ich kann da hier von all diesen Services meinen Service anwählen und habe dann auf einen Blick mal die Antwort auf die Frage, ist auf meiner Servicelinie alles okay, ja oder nein? Ich sehe jetzt, Sales Demo CH hat eine Erreichbarkeit von unter 40%. Nicht gerade etwas, worauf man stolz sein kann, aber ich sehe dann relativ schnell auf der Heatmap hier, dass vor allem zwischen 10 und 12 sehr viele Calls verloren gehen. Vielleicht muss ich da aktiv mal eingreifen im Staffing. Was ich aber ebenfalls sehe, ist, in diesem Use Case arbeiten wir alle von zu Hause. Zu Hause hat man auch private IT-Probleme, vielleicht ist das Internet mal down, man hat einen Stromausfall, vielleicht ist es mal Winter, man weiß es nicht. Aber ich sehe dann zum Beispiel, dass Hans-Rudolf Vogt diesen Tag oder diesen Morgen 40 Calls schon verloren hat oder verpasst hat, besser gesagt. Also die Orangen hat er verpasst und die Roten hat er aktiv weggedrückt. Irgendwas, das ist sehr atypisch, irgendwas stimmt da nicht und kann ich proaktiv auf ihn zugehen. Kurze Klammer auf, kann man alles selbstverständlich komplett anonymisieren, wenn man das hier nicht will oder wenn man ein bisschen Respekt hat vor der Transparenz. Aber die Daten sind vorhanden und ich kann das hier wirklich, hier jetzt auf meiner Seite vom Homeoffice aus, managen und überwachen. Dieses Management, wie tief kann ich dann meine Service-Schaltungen managen? Ich öffne hier jetzt eine andere Seite, wo wieder diese verschiedenen Services dargestellt sind. Sehe ich hier auch, dass je nach Service ich verschiedene Optionen habe. Sales Demo CH, wie gesagt, bin ich ein Supervisor. Das heißt, ich kann unten erstmals über den Aktivitätsstatus von meinen Coworkers oder Kollegen verfügen, sie in die Schaltung reinziehen oder aktiv wieder rausnehmen. Das kann ich hier eins weiter links auf HubSpot Services, kann ich das nicht. Ich bin einfach ein Team-Member. Ich kann über meinen Status jetzt noch verfügen. Die anderen sehe ich einfach nur indikativ. Ebenfalls kann ich in die Settings rein von Sales Demo CH. Machen wir das mal gemeinsam. Und jetzt haben wir einen großen Schritt gemacht. Ich habe jetzt nicht aktiv darauf hingewiesen. Vorher waren wir in der App drin, also quasi meine Dashboards, meine Schaltzentrale von diesem Team. Und jetzt wollte ich aber in die Konfiguration des einzelnen Sales Demo CH Team. Was passiert ist, ich bin aus der App rausgesprungen und befinde mich jetzt in diesem Kollaborationsbereich. Das heißt, hier habe ich den Chat, hier manage ich meine User, hier haben wir zum Beispiel Voicemails von der Servicelinie gepostet und wir arbeiten im Plenum mit allen Teammembers daran, dass hier zum Beispiel dieser Lead oder diese Voicemail ist noch unbehandelt.
Das heißt, ich kann jetzt einfach normalen Chat starten und zum Beispiel meine Kollegin Martina fragen. Martina Winter. Darum kümmern. Und sie bekommt dann in Teams die Message, dass hier eine Voicemail ist oder dass sie sich bitte darum kümmern soll. Das heißt, wir kollaborieren, wie das jetzt schon möglich ist, weiter auf Teams, aber wir bringen einfach die Service Requests oder die Kundeninteraktionen in unsere Toolchain rein. Sei das das CRM, wie wir das vorher gesehen haben, das sich hier geöffnet hat. Also es kann auch gut, können ja Leute sein, die zum Beispiel die Voicemails ins CRM gepusht haben möchten. Dann gibt es andere, die vielleicht sagen, nein, wir hätten es gerne als so eine Adaptive Card, dass man es hier direkt im Channel hier drin liken kann und als erledigt markieren kann, wenn ich das hier in Marc Solved mache. Da sehen das auch meine Kollegen, dass das jetzt gelöst ist. Oder sie nehmen irgendein anderes Office 365 Tool, sei es eine SharePoint-Liste. Wir haben noch ein anderes Beispiel hier mal erstellt mit Microsoft Planner. Hier einfach ein Tool, welches regel genutzt wird von uns intern, wo man sich selber Tasks hin und her schieben kann. In diesem Fall alle verpassten Calls wird ein solcher Lead erstellt und ich kann dann den Lead assignen, kann ihn hier hin und her schieben, ein Due Date setzen und so dann dementsprechend mein Team managen. Das ist alles hier oben in diesem Sales Demo CH Team drin. Jetzt, das ist ein bisschen der Endausbau. Also das ist wirklich, wenn man die Telefonie und diese Teams-Tools komplett miteinander verbindet. Wenn Sie jetzt sagen, schön und gut, das ist eigentlich nicht wirklich, was wir im Sinn haben. Wir möchten vielleicht einfach nur mal unsere Telefonanlage loswerden. Dann kann man das auch sauber trennen. Also Sie sind nicht dazu genötigt, jetzt hier Teams zu bauen und mit all diesen Modern Workplace Tools zu arbeiten. Sie können das auch schon sehr dezentral hier in dem App lösen. Aber der Weg dahin ist sicher gegeben und wird sich über die Zeit sicher auch entwickeln. Also es ist auch, wir sind intern auch in Entwicklung immer wieder. Es kommen neue Features hinzu. Das ist auch noch ein schönes Beispiel für die Cloud. Es kommen, sage jetzt mal, monatlich neue Funktionen hinzu, neue Arbeitsweisen, neue Möglichkeiten. Also es ist eine ziemliche Dynamik hinter dem ganzen, sage jetzt mal, hinter dem ganzen Setup hier. Genau, das einfach mal als Vorgeschmack, wenn Sie ein bisschen näher das Ganze anschauen möchten. Ich sage jetzt mal, Stichwort Vermittlerkonsole hier mit konsultativen Rückrufen, mit Notizen. Oder etwas, das ich noch ganz schnell zeige, das ganze Design eines Workflows. Ich mache jetzt hier mal einfach einen auf. Wo ist er hier, mein Lieblingsworkflow? Können wir selbstverständlich auch suchen. Sales Demo CH, da ist er. Das heißt, ich habe hier auch in Teams drin die Möglichkeit, sogar bis runter auf die Konfiguration zu sagen, wenn wir jetzt hier einen Feiertag haben, haben wir im Moment eine Voicemail. Möchte ich nicht, ich möchte einen Transfer. Ziehe ich hier Transfer rein und schiebe das Ganze auf eine andere Servicelinie, sagen wir Lunifico General, und sobald ich hier speichere, ist diese Umstellung gemacht. Das ist natürlich alles sehr permissionsabhängig. Da sind wir eher schon in der IT-Welt oder vom IT-Admin. Aber ein Power-User, der als Supervisor unterwegs ist, kann sich hier sehr wohl selber zurechtfinden, seine Öffnungszeiten managen, auch das selbstverständlich in einer grafischen Art und Weise, dass es auch einfach verständlich ist, indem man hier effektiv öffnet und schließt die Servicelinie. Also ihr seht, wir können hier gerne ein bisschen tiefer eintauchen, wenn man dann die Zeit dazu hat. Aber ich hoffe, es hat mal genügt für eine Übersicht. Mir war es vor allem auch wichtig, mit dem Schritt auf Teams, auf diese Modern Workplace-Lösung zu gehen. Wir haben es anfangs gesagt, wie arbeitet man dann in der Cloud? Ich kann wirklich unterstreichen, dass die Adoption von diesen neuen Tools oder dieser neuen Arbeitsweise ist wirklich zentral, um auch die
die also diese Quick Wins oder diese positiven Aspekte des Ganzen schneller zu sehen. Genau. Gibt es vielleicht dazu Fragen oder hat jemand vielleicht gerade hellhörig gesagt, oh, ich hätte etwas ein bisschen genauer angesehen? Genau. Ja, ich springe auch mal rein. Tatsächlich bitte Fragen oder Kommentare bitte jederzeit auch in den Chat schreiben. Ich finde es wunderbar, dass man tatsächlich gerade in der Demo auch gesehen hat, dass all das, wie wir vielleicht oder der ein oder andere von Ihnen, liebe Teilnehmer, wie wir Teams für die Kollaboration intern kennen, dass wir da auch tatsächlich diese ganzen Features dann auch tatsächlich wiederfinden und eigentlich diese Kollaboration und das Thema auch so weiter beibehalten können und die Einfachheit miteinander zu kommunizieren, untereinander. Und auf der anderen Seite ist vielleicht die IT happy, so wie es bei dir klingt, dass sie dann nur noch ein System zu unterhalten haben und nicht gleich irgendwie wieder fünf und so. Ja, das ist ein Aspekt. Ja. Also die Komplexität im Setup nimmt drastisch ab, dafür ist es umso dynamischer. Also wir werden keine Schaltung haben, die 10 Jahre lang gleich bleibt. Prognostiziere ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Aber du sprichst natürlich auch Themen an. Also der Kundenservice, der sehr dynamisch ist auf der einen Seite, aber natürlich auch eines der nächsten, was ich natürlich jetzt wieder aufbringe, die ganze Customer Experience, um diese gewährleisten zu können und auch möglichst positiv zu gestalten, ist ja das Thema 360 Grad Kundensicht, Automatisierung extrem essentiell. Vielleicht kannst du noch mal ganz spezifisch kurz darauf eingehen, wie das mit dem teambasierten Kontaktcenter geht, dass wir natürlich dort außer den Workflows, wenn man jetzt in der IT ist, aber für die User vielleicht ganz einfach, was der Vorteil ist. Gerne. Ich nehme hier gleich nochmal die Präsentation. Ich hoffe, ihr seht sie. Ich frage immer, sauber geshared wird. Super. Ja. Wir haben vorher ein bisschen die Architektur angesehen zu Beginn. Wie baut man das jetzt ab, dass wirklich der Call ankommt? Jetzt, was ihr in der Demo dann gesehen habt, diese verschiedenen Services, wie die miteinander sprechen, das haben wir hier ein bisschen versucht zu zeigen. Okay. Ihr habt Teams aktuell deployed. Mit diesem Deployment habt ihr alles, was ihr braucht, um genau das, was ich vorher auch gezeigt habe, komplett nachzubauen. Also jetzt Salesforce, das ist eine eigene Applikation. Aber wir sehen hier, auf Azure habt ihr gewisse Services. Ein Service ist Teams. Ein Service, der Teams-Service ist euer Collaboration-Tool oder euer Collaboration-Service. Jetzt habt ihr aber vielleicht auch noch gegen oben, gegen Management Anforderungen, ja, wir müssen das Ganze auch in Zahlen fassen können, das Ganze rapportieren. Jetzt die Standardantwort von Microsoft oder auf Azure mit Office 365 hier ist Power BI. Mhm. Jetzt, wenn man sich auf diese Combo zum Beispiel geeinigt hat, und das sind gerade zwei Tools, die sehr etabliert sind in Firmen, und sagt sich, gut, jetzt habe ich nochmal eine Frage, jetzt habe ich ein Contact Center, diese Call muss ich routen und nehme Nimbus dazu. Dann ist das Schöne, Nimbus ist komplett Power BI kompatibel. Das heißt, die Nimbus-Daten findet ihr automatisch in dem Ökosystem, in dem Power BI-Ökosystem und so baut ihr die Services langsam aus. Wenn ihr jetzt auch, ich gehe eins weiter, sagt, okay, wenn es bei Nimbus klingelt, will ich keine Telefonnummer, ich will den Namen aus meinem Dynamics CRM oder einem ERP oder eine wilde Excel-Liste. Es ist alles möglich oder wir haben bisher noch nichts gesehen, was nicht möglich war. Dann verbinde ich Nimbus in diesem Fall mit via Microsoft Power Automate. Also Power Automate allgemein eine Applikation oder ein Service, der Automatismen herstellt. Datensynchronisation zwischen jetzt einem SharePoint, einer SharePoint-Liste und eurem Contact-Center-Schaltungssystem. Ich kann hier ein Beispiel bringen, eine Blacklist. Wenn Sie sagen, ihr hättet auf eurer Hauptnummer gerne eine Liste die mit blockierten Nummern, weil die einfach nerven, dann wäre eine Möglichkeit von vielen, ist, ihr shared eine Excel-Liste in diesem Team, in diesem Empfangsteam. Jeder kann eine Excel-Liste führen und da kann man die Nummern eingeben, die man blockieren möchte. Und Nimbus geht über Power Automate auf die Liste bei jedem Call und schaut, hey, soll ich sie rauswerfen oder nicht?
Das sind so verschiedene Services, die man hier sieht. Und das ist der Aufbau, das ist der Fokus, der wirklich zentral wird. Vorher hatte man die Telefonie komplett weg. Man hatte sein Cisco mit seinen Cisco-Tools und seinen Cisco-Conference. Und mit Luver zumindest oder mit Teams-Telefonie kommt dieser Teil komplett rein. Der muss als komplettes mitgehen. Also es geht auch anders, fairerweise, aber das, wir haben einfach von den Projekten gesehen, ein Commitment zu dieser Arbeitsweise, zu diesen Tools, hat die besten Resultate gebracht. Ich bringe mal jetzt eine Behauptung auf, also es braucht ja auch dann in dem Fall einen gewissen Mindshift hin, also weil du hast vorhin angesprochen, eben CRM oder was meine Basis ist oder was mein ja. Ich nehme an, wir hatten selbst gesehen, man kann auch zu den gängigen CRM-Systemen irgendwie integrieren. Also von daher keine Sorge an Sie, liebe Teilnehmer. Aber ich glaube, man braucht so einen gewissen Shift dahingehend, ist es CRM-based oder geht man jetzt in dem Fall wie Teams dieses Collaboration-Gedanke-based an die Zukunft von meinem Kontaktcenter und meinem Kundenservice? Ist das richtig? Habe ich das in etwa richtig begriffen? Ja. Jetzt die Frage ist eigentlich von der Arbeitsweise, kann die Firma sehr wohl CRM-basierend bleiben. Also man hat, zum Beispiel, nehmen wir Salesforce, wir selber sind sehr CRM-getrieben, also Salesforce-getrieben, ganz spezifisch, spezifisch zu sein. Wenn ich aber einen Kundencall erhalte von einem Kunden, den habe ich im CRM abgelegt, ich telefoniere mit ihm, aber hier auf Teams, ist einfach wichtig, dass ich diese Daten auch ins CRM ablege. Wir haben das vorher gesehen in dem Beispiel mit den Call Records, aber ich kann selbstverständlich auch aus diesen Call Records heraus, kann Salesforce, Nimbus sagen, hey, mach mir einen Callback auf diesen Task hin. Also es ist das Zusammenspiel hier ist einfach wichtig, dass das via Power Automate ist. Aber es geht einfach so auch an das Setup weniger. Wo will ich meinen Fokus setzen? Kann auch sein, dass Firmen komplett BI-getrieben sind und die Kernsteuerung aus den Reports heraus passieren muss oder aus dem Salesforce heraus. Das ist eigentlich egal. Die Frage, wichtig ist nur, dass alles nach dem Standard eigentlich, der von Microsoft diskutiert wird. Das klingt jetzt sehr negativ, aber man kann es so ein bisschen sehen wie Apple. Dann funktioniert es einfach. Hat man Hürden weg für so eine komplette Cloud-Migration. Ja, wenn wir von der Cloud-Migration sprechen und eigentlich dieses Thema jetzt Teams als entweder Telefonie oder im weitesten Schritt für ein Contact-Center auszurollen, von was für einem zeitlichen Rahmen sprechen wir denn da? Sag jetzt mal, wenn Teams etabliert ist in Form, dass man untereinander chatten kann, man kann Konferenzen machen, wenn man von daher ist, ist es wirklich, sage jetzt mal, innerhalb von einem Monat hat man sicher die Telefonie aufgeschalten. Selbstverständlich, je nach Headcount ist das natürlich jetzt ein bisschen vage. Ich sage jetzt mal, Firma bis 50 Personen hat innerhalb von einem Monat das Telefoniesystem aufgeschalten, inklusive der Servicelinie oder der Empfangsnummer. Ich sage jetzt mal, nicht ein komplexes Kontaktcenter, aber ein Empfang, interner IT-Helpdesk und 4, 5 Sales-Services, das liegt drin in einem Monat. Natürlich müssen die Hürden entfernt sein, das heißt, es muss ein Commitment auch da sein, User müssen geschult werden, das wird vermutlich länger dauern als einen Monat, bis da das alles angekommen ist. Aber rein technisch, wenn man loslegen kann, ist man super schnell. Und die ganzen Fragen wie Server aufstellen, Security-Themen etc., das ist alles gegeben. Ja. Überhaupt bezüglich Security mag ja der ein oder andere fragen, Thema Cloud, ist ja ein bisschen vielleicht das Risiko gegeben oder was antwortet ihr da? Das ganze Setup, wie man es hier jetzt sieht, inklusive Nimbus, wird auf Azure gehostet. Azure kann man sich dann auswählen, auf welchen Cluster man sein will, entweder Schweiz, dann ist man auch geografisch in der Schweiz eingesperrt. Also eingesperrt jetzt nicht, sondern protected, sagen wir es mal so, gesichert auf EU oder in UK, also in England. Das sind die drei Orte, wo der Service aktuell verfügbar ist. Ich glaube, für das Webinar heute wird vor allem Schweiz interessant sein. Jetzt mit Azure
ist schon mal sehr viel an Security gegeben bei Microsoft. Man gibt die ein bisschen ab. Man muss sich aber selber schon auch fragen, ist man in der Security besser als Microsoft? Jetzt, Nimbus selber ist auch da gehostet. Jetzt kommt noch die Frage, sind wir attackierbar als Service? Das ist auch noch eine Security-Frage. Dazu kann ich sagen, wir sind Stand heute ISO 9001 und 27001 zertifiziert, haben regelmäßige Pentests drauf. Wir können auch schon Krankenkassen, Versicherungen und internationale Großbanken als Kunden auf der Plattform nennen. Wir sind da ziemlich zuversichtlich, den Sicherheitsaspekten zu genügen, die man hat. Werden aber noch nächstes Jahr die Zertifikation für SOC 2 Type 2 abschließen, quasi die höchste Zertifizierungsstufe in puncto Security. Also du sagst, alle Branchen sind vertreten tatsächlich schon als Kunden und auch jetzt und auch eigentlich kein Hindernis heute mehr in puncto Sicherheit gegeben oder sich dort Sorgen zu machen, genau. Also bitte, liebe Teilnehmer, schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat. Ansonsten würde ich jetzt für meinen Teil noch eine Frage hinterher schieben, nämlich vielleicht auch mal die Frage nach den Kosten. Mhm. Was kannst du uns dazu sagen in etwa, im groben Rahmen? Jetzt, ich kann primär eigentlich für den Nimbus-Teil sprechen. Für den Microsoft-Teil bin ich leider nicht autorisiert zu sprechen. Also ich kenne die Preise nicht, aber da haben Sie sicher alle Ihre Ansprechpartner, um da ein Angebot zu kriegen. Für ein Contact-Center-Add-on, jetzt den Nimbus-Teil, für einen Empfang starten wir bei 100 Franken im Monat. Also wenn Sie einfach eine Empfangsnummer haben, mit einer Empfangsdame da, sind es 100 Franken im Monat. Genau gesagt, brauchen wir noch eine Konsole, dann sind wir bei 150. Also das ist etwa der Minimum-Use-Case, den wir haben. Wenn Sie dann nach hinten hochskalieren möchten, sind es einfach zusätzliche Funktionen. Wenn Sie dann noch Empfang New York hinzufügen möchten, ist es nochmal plus 150 Franken im Monat einfach für diese Installation oder für diese zusätzlichen Use-Case. Also wir können wirklich die Tools punktuell da einsetzen, wo ihr sie braucht. Ihr könnt auch den internal IT-Helpdesk irgendwo anders lassen und nur die Konsole von Nimbus verwenden. Also sie sind das sehr flexibel mit dem SaaS-Modell. Also, aber ich sehe auch da natürlich mit den Entwicklungen im Trend Software as a Service und Abo-Modell, Lizenzmodelle ist natürlich da auch natürlich, ja, spielt ihr genau rein in dem Fall. Ansonsten wäre von meiner Seite, würde ich dann zum Abschluss kommen und dich nochmal bitten, Marcel, vielleicht eigentlich den Teilnehmern in ein, zwei Sätzen nochmal so als Wrap-up mitzugeben, warum es sich oder wann es sich lohnt, tatsächlich Microsoft Teams auch als Telefonie und auch für Contact Center als Lösung tatsächlich einzusetzen. Ja, also dieses Shift ist primär mit einer Digitalisierung einher. Also erstens mal, man will den Modern Workplace machen, man will jetzt unabhängig werden von dem Ort, wo man arbeiten muss. Wir selber haben jetzt 2 Ingenieure angestellt in der Weltschweiz. Hätten wir vorher nie machen können, wenn wir so Zürich orientiert gewesen wären. Hat uns das Leben gerettet, diese guten Leute schnell in die Unternehmung reinnehmen zu können. Und das sind die großen Vorteile. Gleichzeitig auch eine Modernisierung der Tools. Ich meine, heutzutage wird auch vorausgesetzt, man muss Outlook bedienen können, um in einem Büro arbeiten zu können, sonst geht das nicht. Das wird auch passieren, prognostiziere ich jetzt einfach, aber das wird auch mit Microsoft Teams passieren. Es wird der Business-Standard werden, einfach von der Adoption, die wir sehen, seit dem Launch, biggest growing business application, die es je gegeben hat, etc. Also der Trend ist klar da. Gleichzeitig auch die Anforderungen vom Arbeitsmarkt. Also es ist mittlerweile von den, sage jetzt mal, Millennials her abwärts. Millennials sind mittlerweile junge Familien. Ein Homeoffice ist einfach Pflicht schon fast. Also wenn man es mal gehabt hat, dann will man es nicht mehr hergeben. Und dann vielleicht noch ein Satz dazu, warum nicht Microsoft Dynamics 365, sondern der Mehrwert von Dual Limbus. Vielleicht noch ein Satz dazu. Dynamics 365 bringt die Kommunikation nicht sauber in Teams rein.
Die Live-Interaktion ist eine stressige Angelegenheit. Also vor allem, wenn man im Support, wenn man auf Helpdesk arbeitet, ist jeder Call mit einem gewissen Stress ausgesetzt. Jetzt, wenn man im CRM drin bleibt, fehlt einem immer der Absprung auf meine Unternehmung. Weil ich kriege dann nicht eine saubere Unterhaltung Trace hin. Ich sage jetzt mal mit Nimbus, da wir die Unterhaltung in Teams fangen quasi und da abhandeln, kann ich jederzeit auf Service Calls Experten hinzuziehen. Ich kann es ad hoc eskalieren zu einer Teams-Konferenz. Und das, jetzt kommt wieder die Adoption. Ich muss das nur in einem Tool lernen. Also wenn eure User jetzt schon einen Direktcall starten können und zwei User hinzuziehen können, können sie genau die gleiche Arbeitsweise für Service Calls benutzen, für Direct Calls. Sie müssen das nur einmal lernen. Also die Toolchain auch so zu minimieren, dass man sich auf ein Tool für die Kommunikation konzentrieren kann, das hilft auch in der Komplexität, sagen wir jetzt mal. Ich denke, ansonsten, wenn dort noch weiter Fragen oder Klärungsbedarf wäre, gerne bitte einfach wirklich luba.com oder bei Marcel Goffers sich jederzeit gerne melden. Informationen oder auch zu über Luba finden Sie natürlich sonst auch auf dem CMM 360. Ich würde sonst an dieser Stelle, wenn es keine weiteren Fragen gibt, das Webinar schließen. Ich danke mich ganz herzlich bei dir, lieber Marcel, dass du uns mit auf die Reise genommen hast und die Ausführungen. Und ich danke Ihnen, liebe Teilnehmer, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich hoffe, Sie konnten Ihre Fragen beantwortet finden hier heute. Und ja, ich wünsche in dem Fall einen guten Weg in den Mittag und lassen Sie die Informationen sacken und denken Sie darüber nach, ob Teams vielleicht tatsächlich Ihre nächste Telefonie- oder Kontaktcenter-Lösung ist. Ich danke Ihnen allen und wünsche einen ganz schönen Nachmittag. Danke auch wieder. Tschüss.